Was erwartet Sie in diesem Video? In diesem Video geht es um lineare Gleichungssysteme und darum, wie man sie löst. Ja, wahrscheinlich haben Sie das in der Schule schon mal gelernt oder sind Sie ein Schüler, der es gerade lernt. Also ich zeige Ihnen hier die Methode. Gegeben ist diese Situation. Wir sehen, das ist ein quadratisches LGS, gleich viele Gleichungen und gleich viele Unbekannte, drei Stück in dem Fall. Und was wir noch nicht wissen, ist, dass es genau eine Lösung gibt. Das finden wir dann an der Stelle raus. Okay, was macht man zur Lösung? Man begibt sich auf einen Vernichtungsfeldzug. Ja, man vernichtet in der ersten Spalte, erzeugt da Nullen. Dann vernichtet man an dieser Stelle, hat dann hier auch eine Null. Dann hat man die sogenannte Stufenform, alles schöne Treppe, schön gleichmäßig. Und jetzt in dieser Form weiß man, es gibt genau eine Lösung. Wenn Sie das jetzt genau verstehen wollen, müssen Sie eben auch noch die anderen Videos anschauen, die folgen, und dann sehen Sie eben die Abgrenzung. Okay, in dem Fall gibt es dann keine Lösung oder unendlich viele Lösungen. Das sind die anderen Möglichkeiten. Wenn man an dieser Stelle ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie man weiterrechnet. Hier die erste, die sieht kürzer aus. Ist auch in Ordnung, diese Lösungstechnik. Allerdings ein bisschen mehr empfehle ich tatsächlich die zweite Variante. Zumindest später ist sie der Schlüssel zum Erfolg für dieses Problem, das wir hier betrachten. Okay, steht es unentschieden oder vielleicht gewinnt sogar die Variante 1. Aber bitte merken Sie sich, es gibt zwei Varianten und bitte beherrschen Sie einfach beide Varianten. Also, das sogenannte Rückwärtseinsetzen führt einen dann zu dieser Lösung. Das schreibt man dann hier auf und dann ist man fertig. Die zweite Variante sagt eben, okay, wenn ich das hier nehme, dann, ja, hier habe ich es nochmal abgeschrieben, jetzt vernichte ich weiter und zwar hier oben erzeuge ich Nuller, ja, da habe ich sie. Dann erzeuge ich auch hier eine Null, jawohl, da habe ich sie. Dann gucke ich, dass auf der Diagonalen nicht 4 oder 6 steht, sondern nur einmal. Und wenn das der Fall ist auf der linken Seite, dann steht eben rechts natürlich die Lösung des LGS und wir haben erneut gefunden diese Lösung. Gehen wir rein, wie löst man ein LGS? Nehmen wir an, Sie sind gefragt, was ist die Lösung dieses Gleichungssystems? Naja, was steht denn eigentlich da? Da stehen drei Gleichungen und in dem Fall auch drei Unbekannte. Das matcht sich, ja, gleich viele Gleichungen wie Unbekannte. Also es steht ein quadratisches Gleichungssystem mit drei Gleichungen eben und drei Unbekannten. Und dieses Gleichungssystem ist linear, das heißt, da steht x1, da steht nicht Sinus x1, da steht nicht Wurzel x1 und so weiter, steht alles nicht da, sondern nur x1 und davor ein Vorfaktor, hier eben eine 1, an der Stelle eine 2 als Vorfaktor und so entsprechend. Und zwischen, ja, die Verbindungen sind nur Plus oder Minus, kein Mal, kein geteilt, kein sonst was. Und dann spricht man von einem linearen Gleichungssystem, rechts eben irgendwelche Zahlen. Hier alles schon schön sortiert, alles schön untereinander geschrieben, alles auf die eine Seite und auf die andere Seite gebracht. Ja, das könnte sein, dass das noch ein Vorschritt ist, den Sie zu leisten haben. Und dann haben wir dieses LGS und jetzt wollen wir es aber lösen. Und die Strategie ist eben ein Vernichtungsfeldzug. Ja, verzeihen Sie mir die Worte, wenn Sie das jetzt unpassend finden, den Vergleich. Es prägt sich eben ein. Ich bin Dozent, ich mache mir Gedanken, wie man sich Dinge einprägen kann. Und da würde ich sagen, hilft es. Und weil es hilft, legen Sie mal jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Also, was machen wir? Ich empfehle dringend, diese Gleichungen so durchzunummerieren, Kreise um die Nummern zu machen. Ja, wir sehen gleich warum. Jetzt geht es nämlich weiter. Jetzt schreiben wir zunächst mal die erste Gleichung einfach stur ab. Fand ich als Schüler doof. Ja, warum soll ich das dann machen? Ist ja keine Mathe, das ist ja nur Fleißarbeit. Aber ich empfehle es Ihnen trotzdem, machen Sie es genau so, nicht anders, genau so. So, und jetzt geht es in die Vernichtung. Wir wollen hier vernichten. Wir wollen die zweite Gleichung nehmen und sie so modifizieren, dass eben hier nichts mehr steht. Und wie machen wir das? Wir zählen ein Vielfaches der ersten Gleichung hier hinzu und in dem Fall eben das minus Einfache, ja.
das minus einfache dieser Gleichung hier dazugezählt an allen Positionen. Was passiert? Naja, in der ersten Position bekommen wir eben 0 mal x1, ja, das war ja der Plan, deshalb haben wir es ja so gemacht. Und an den anderen Positionen bekommen wir eben das, was man bekommt. Das minus einfache hinzugezählt gibt eine minus 4x2, das minus einfache hinzugezählt gibt eine minus 2x3, das minus einfache hinzugezählt gibt minus 14. So, was machen wir jetzt noch? Die Minus haben uns nicht gefallen. Wir multiplizieren die ganze Gleichung mit minus 1 durch. Warum auch nicht? So, jetzt geht's weiter. Jetzt kommt die dritte Gleichung dran. Die wollen wir vereinfachen in der Art, dass eben hier nichts mehr steht. Da soll 0 mal x1 stehen. Und die Strategie ist eben wieder ein Vielfaches der ersten Zeile. Alternativ können Sie ein Vielfaches der zweiten Zeile nehmen. Dann würde die Zwischenergebnisse würden dann verschieden aussehen, aber das Endergebnis dann wieder nicht. Also wir entschließen uns ein Vielfaches der ersten Zeile und überlegen uns, welches Vielfache brauchen wir denn? Naja, das minus Zweifache brauchen wir, oder? Wenn wir das minus Zweifache hinzuzählen, bekommen wir hier ein Erfolg, dass eben hier dann eine Null entsteht. Also machen wir das so und das machen wir nicht nur in der ersten Position, sondern das minus Zweifache dazugezählt, das minus Zweifache dazugezählt, das minus Zweifache dazugezählt. Und wieder haben wir die Situation, dass wir drei Minus haben. Da würde ich also dringend einladen. Ja, Plusse sind immer einfacher als Minus. Also noch mit minus 1 durchmultiplizieren. Übrigens, ja, sehr naheliegend wäre auch noch gewesen, hier durch 2 zu teilen und hier durch 3 zu teilen. Das habe ich jetzt übersehen quasi oder wie auch immer. Also, jetzt geht es weiter. Was machen wir? Wir schreiben die erste Zeile ab. Jetzt! Noch doller, schreiben wir auch noch die zweite Zeile ab. Als Schüler dachte ich, bin ich ganz normal, das kann er doch nicht ernsthaft von mir wollen, ja. Einfach nur abschreiben, ohne dass was passiert. Ich rate es Ihnen aber trotzdem, hier ist einfach ein Block, der so vollständig ist und hier wollen wir wieder einen Block, der in sich komplett vollständig ist und nicht dann noch oben noch was dazu suchen, was ja gedanklich noch dazu gehört, einfach dazu schreiben. So, was machen wir jetzt? Wir wollen hier eliminieren, hier, der muss weg. Wie kriegen wir das hin? Naja, auf 12 gerechnet. Ne? Das 4 mal haben wir 12, das 3 mal haben wir 12 und dann oben aber minus 3. Also 4 mal die fünfte, ja, minus 3 mal die vierte und dann müsste doch eigentlich unsere 0 entstehen und das tut sie auch. Jetzt hier aber auch 4 mal das und minus 3 mal das, 4 mal das ist 12, minus 3 mal das ist minus 6, 12 minus 6 ist eine 6. Also konzentrieren Sie sich, 4 mal die 15, minus 3 mal die 14, 4 mal 15, 60, minus 3 mal 14, 42, 60, minus 42, 18. So, jetzt sind wir an einer Stelle angekommen, auf die wir zugefiebert haben, nämlich die sogenannte Stufenform. Jetzt nehmen Sie eine andere Farbe oder einen Bleistift und zeichnen Sie die Stufe ein, die Treppe, ja, die jetzt, wenn sie hochgeklappt wäre, wirklich eine Treppe wäre. Und was sehen wir? Wir sehen ganz gleichmäßig, ja, eins runter, eins nach rechts, eins runter, eins nach rechts, eins runter, eins nach rechts, fertig. Und das ist eine komplett gleichmäßige Treppe und daran sieht man, es gibt genau eine Lösung. Das verstehen Sie besser, wenn Sie die Folgevideos anschauen. Da wird dann die Treppe auch mal nicht gleichmäßig sein und dann eben in der Abgrenzung erkennt man, da sind es dann unendlich viele Lösungen zum Beispiel. So, dann gibt es jetzt zwei Varianten, wie man weiterrechnet. Es gibt einen Favoriten bei allen Schülern, ja, mir inklusive früher, das ist das sogenannte Rückwärtseinsetzen, die scheinbar einfachere, auf jeden Fall die naheliegendere Variante und die besprechen wir. Nehmen wir die erste Variante, wir nehmen diese dritte Gleichung hier, ja, hier, die da. Und was sehen wir? Naja, wenn wir beide Seiten durch 6 teilen, naja, dann steht da x3 gleich 3. Ja, das ist nicht die Lösung, sondern das ist eine Koordinate der Lösung. Jetzt geht es weiter. Jetzt nehmen wir die jetzt bekannte 3 und setzen sie hier in die Gleichung 4 ein. Also in 4 eingesetzt, 4x2 mal x3. x3 ist bekannt, also 2 mal die bekannte x3 und das ist gleich
14. Also haben wir diese Gleichung. 2 mal 3 ist 6. Auf die andere Seite gebracht ist 8. Und durch 4 dann noch geteilt bekommen wir x2 gleich 2. Das ist jetzt nicht die zweite Lösung, sondern das ist die zweite Koordinate der Lösung. Jetzt machen wir was? Jetzt haben wir schon zwei Sachen, die wir wissen. Die setzen wir jetzt eben in die erste Zeile ein von unserem Block. Und dann schauen wir mal, was passiert. Also 2 mal x2, x2 ist 2, also 2 mal 2, plus x3, x3 ist 3, also plus 3 gleich 8 von hier. Und jetzt rechnen wir eben aus, es gibt 4 und 3 ist 7 und dann auf die andere Seite gebracht. Also rechnen wir aus und bekommen x1 gleich 1 raus. Und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir nicht drei Lösungen, nein, sondern eine Lösung. x1, x2, x3 gleich 1, 2, 3. Konzentriert sich mit der Reihenfolge, das steht oben, aber das ist ja x3, also kommt es unten hin. Also so schreibt man das dann auf. Das ist unsere Lösung, das hier. So, verstanden, wunderbar. Dann können wir weitermachen und eben Variante 2 benutzen. Ja? Hier nochmal abgeschrieben, unser LGS, genauso wie es da stand, einfach Copy and Paste. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie man alternativ statt rückwärts einsetzen auch die Lösung bekommen könnte. Also, wir machen nämlich was? Wir führen unseren Vernichtungsfeldzug weiter. Jetzt vernichten wir eben hier. Das ist unser Plan. Also, machen wir das. Zunächst mal, ja, in dem Fall wäre es schon auch mal eine gute Idee, durch 2 teilen und hier durch 3 teilen, weil das einfach dann die Zahlen kleiner macht. Also, das war der erste Schritt. Die Vernichtung findet erst jetzt statt. Jetzt wollen wir hier vernichten. Wie machen wir das? Naja, so wie ich Ihnen zeige. Also, x3 soll mit dem hier vernichtet werden. Also nehmen wir die erste Gleichung, die da, und ziehen die achte Gleichung eben ab. Und wenn wir das tun, fliegt eben das x3 hier raus. Ja, und rechts passiert auch was. Die erste minus die achte gibt eben eine 8 minus eine 3 ist eine 5. Und was passiert hier? Da passiert eben nichts, ja, weil hier ja 0 mal x1 und 0 mal x2 steht. Also bei dieser Operation passiert dann weiter links nichts. Jetzt soll der weg. Naja, die siebte minus die achte. Und dann wird das x3 rausfliegen. Hier wird nichts passieren, weil da ja 0 steht. Hier wird aber was passieren. Dann haben wir hier die zwei Nullen. Was wollen wir jetzt hier auch vernichten? Also weiterführen den Feldzug. Wie kann man das vernichten? In dem Fall sehen wir was im Vergleich. Naja, die zehnte minus die neunte. Ja. Beziehungsweise andersrum, die neunte minus die zehnte. Vernichtet es dann. Die neunte minus die zehnte, also wir nehmen die erste und ziehen dann die da ab. Und vorne passiert nichts. Hier gibt es die gewünschte 0 und rechts eben passiert auch was. Die neunte minus die zehnte gibt eine 1. Jetzt haben wir was erreicht. Jetzt steht hier x1, x2, x3 auf der linken Seite und rechts stehen halt irgendwelche Zahlen. Jetzt haben wir was? Einerseits ein lineares Gleichungssystem, andererseits aber die Lösung. Ja, das ist ein lineares Gleichungssystem, bei dem man die Lösung eben sofort trivial sieht. Also ist die Lösung jetzt bekannt. Und eben jeder Block war in sich vollständig, deshalb hier diese Disziplin beim Aufschreiben. Okay, damit haben wir erneut die Lösung gefunden und dann notiert man das Ganze so. So, da haben wir es. Was kann man jetzt noch machen? Wenn man fleißig ist, kann man noch die Probe machen. Ja? Wenn wir überlegen oder uns fragen, stimmt denn das eigentlich, was wir hier ausgerechnet haben? Dann kann man jetzt einsetzen eben in die drei Gleichungen. Also wenn Sie hier einsetzen, steht eben x1 ist 1, 2x2 ist eben plus 4, plus x3 ist eben plus 3 und es gibt 8. Und das stimmt mit dieser 8 überein. Also die erste Gleichung geht schon mal mit dieser Kombination von x1, x2 und x3 auf. Damit es aber wirklich eine Lösung ist, müssen auch die anderen Gleichungen aufgehen. Also x1 ist eben eine 1 minus 2x2 gibt eine minus 4. Minus 4. Minus x3 gibt eine minus 3.
1 minus 4 minus 3 gibt eben eine minus 6. Und das stimmt überein mit dem hier. Also ist auch die zweite Gleichung mit dieser Belegung von x1, x2, x3 erfüllt. Jetzt die dritte Gleichung 2x1, 2 plus x2 plus 2 minus x3 minus 3 gibt eben eine 1. Und da steht ja auch eine 1. Also sind jetzt alle drei Gleichungen mit dieser Wahl von x1 und x2 und x3 eben erfüllt und deshalb ist es eine Lösung. Ich behaupte auf Basis dieser Rechnung, egal wie Sie x1, x2, x3 wählen, es werden niemals alle drei Gleichungen erfüllt sein, außer Sie wählen es eben genau so. Das hat unsere Rechnung gezeigt. Sie können x1, x2, x3 wählen, sodass die erste Gleichung erfüllt ist, ja? Aber dann garantiere ich, die zweite und die dritte sind nicht beide auch noch erfüllt. Vielleicht gelingt es Ihnen, die Wahl so zu machen, dass x1 die erste Gleichung und die zweite erfüllt ist, aber dann garantiere ich Ihnen, die dritte wird nicht erfüllt sein. Also, das haben wir hier gemacht. Und das war der sogenannte Gauß-Algorithmus. Wir kennen das unter Gauß-Algorithmus, aber jetzt muss ich Ihnen noch ein kleines Geheimnis verraten. Das ist eine Frechheit und die Frechheit ist deshalb die Frechheit, des Gauß-Algorithmus zu nennen, weil der Gauß zwar ein schlauer Mensch war, aber diese Kunst ist schon viel älter und das bekannteste, also das ältest bekannte Volk oder Nation, die das konnte. Das waren die Chinesen und das war schon vor Christus. Ja. Vor Christus gibt es hier so eine Abhandlung in neuen Abschnitten. Da können Sie durchlesen und da ist eben auch das Lösen von linearen Gleichungssystemen erwähnt. Und der Herr Karl Friedrich Gauß war eben ja in unserem Kulturkreis womöglich der Erste, der sich da systematisch das so rausgefunden hat. Wobei auch das ist fast zu bezweifeln. Aber sicherlich weltumfassend ist er nicht der Erste. Also ist eigentlich ein bisschen so eine westliche Arroganz, würde ich mal sagen. Ja, hier können Sie auch noch mal gucken bei Wikipedia. Die Chinesen waren früher auch schon ziemlich schlau, und deshalb sollte es eigentlich gar nicht Gauß-Algorithmus heißen. Was haben wir in diesem Video gemacht? Wir haben uns mit der Lösung von linearen Gleichungssystemen beschäftigt, mit dem sogenannten Gauß-Algorithmus oder Gauß-Elimination. Ja, eigentlich sollte es irgendwie Fang-Cheng-Algorithmus oder Fang-Cheng-Elimination heißen. Naja, gegeben ist ein lineares Gleichungssystem x1, x2, x3 nur mit konstanten Vorfaktoren und nur mit Plus-Minus verbunden und keine Multiplikation, zum Beispiel x1 mal x2 und so weiter. Dann sprechen wir von einem linearen Gleichungssystem. Aufschreiben, gucken, dass alles schön sortiert ist, die x2er, die x3er, 3er und die x1er schön untereinander und auf der rechten Seite eben die Zahlen. So ist es der Standard. So, dann haben wir hier eben unseren Vernichtungsfeldzug gemacht, haben öfter auch mal Zeilen einfach nur abgeschrieben. Naja. Alternativ, statt diesen Kreisen schreiben viele auch so Pfeile und dann so Zahlen daneben, mal 2 oder was weiß ich was. Ich möchte Sie eigentlich bitten, schreiben Sie es nicht so auf, sondern so, wie ich Ihnen hier beibringe. Das ist die beste Möglichkeit, dass der Leser genau versteht, was Sie im Kopf haben. So, wenn Sie mal eine Klausur schreiben sollten, ja, bei mir zum Beispiel. Dann empfehle ich Ihnen noch dringender, das genauso aufzuschreiben, weil wenn Sie sich verrechnen, dann muss ich entscheiden, wie viele Teilpunkte Sie bekommen. Und das kann ich nur fundiert entscheiden, wenn ich verstehe, was in Ihrem Kopf war. Ja? Dass da mal ein Rechenfehler drinsteckt, das kann schon auch mal passieren. Aber ich muss jetzt wissen, war es ein kleiner Rechenfehler oder hat der Student überhaupt nichts verstanden. Und wenn Sie die Dokumentation extrem schlank halten, im Extremfall, ja, das hier rechts alles gar nicht hinschreiben, dann kann ich nicht nachvollziehen, was Sie gemacht haben. Ja, solange es richtig ist, kann ich es meistens schon nachvollziehen. Aber ein kleiner Fehler und ich habe keine Ahnung, haben Sie was völlig Falsches im Kopf oder ist es nur ein Mini-Rechenfehler? Also dringende Aufforderung, schreiben Sie es genau so hin, wie ich Ihnen hier beibringe. Dann nächste dringende Aufforderung hier, Achtung, ja, die Reihenfolge beim Rückwärtseinsetzen macht man gerne mal einen Fehler, dass man das dann durcheinander schmeißt.
So, die Variante 2 ist übrigens gesetzt, später beim Invertieren von Matrizen. Gut, ist jetzt womöglich noch nicht ganz Ihr Thema, aber später halt. Da müssen Sie es mit Variante 2 machen. An anderen Stellen ist auch die Variante 2 die einzige oder die beste oder wie auch immer. Und deshalb ignorieren Sie nicht Variante 2. Sagen Sie, ich mache es einfach immer mit Variante 1. Klar, wenn die Aufgabe so lautet, wie sie hier gelautet hat, dann dürfen Sie mit Variante 1 arbeiten und da ist überhaupt nichts dabei. Ich würde in dem Fall womöglich wahrscheinlich auch mit Variante 1 arbeiten. Okay, damit haben wir es. Jetzt ist noch was wichtig. Sie müssen das üben. Ja, vom Zuschauen hat es noch keiner gelernt. Sie müssen es üben und eben auch daran arbeiten, dass Sie sich nicht verrechnen. Es ist sehr leicht, sich zu verrechnen. So ein kleiner Flüchtigkeitsfehler.